Hey, hallo Ola, so von der noch einmal war das unsere nächste Übung für ein dankbar Erleben. Und von der werden wir uns ein bisschen nachdenken in Person, was haben einen Unterschied gemerkt in unserem Leben. Und da kann eben sein, like von klein an, oder vielleicht ein Schullehrer, oder Schullehrerin, oder vielleicht ein Onkel, eine Tante, vielleicht unsere Großvater, unsere Eltern. Und auch Leute im Leben, vielleicht Geschwister, Friends, wer immer dort ist. Was du han en guter Einfluss auf ans Leben gehabt und was vielleicht ans han gute Ideen gegeben oder something Besonderes gelehrt oder de gut wort wie han in ans Rüte hoven und dort haf ans Mut gegeben oder wann wir sind uns verbinden, was ich nicht gewiss han, was von einer Entscheidung wie so trafen, vielleicht ans du in der Stadt. Aber was immer das ist, von dem wir nur denken, über die Person, die du in einem Unterschritt in unser Leben gemerkt hast. Ich glaube, wir haben alle so eine Person, da wir können drei denken, auf einmal und dann sagen wir dort, dort wo die Person du siehst, aber dort wo die Person du deutest, dort mag ein großer Unterschritt, kriegst du dann für mich, dort ich kann vorwärts kommen, oder dort ich kann Mut finden, und so wird es dort. So, über so eine Person werden wir von dir nur denken und dankbar sein. Du verschriebst ihn dort, weil ich du. Und krieg wird dann als ihr was, und dort ihr du dankbar für sein. Denkst, wir sollen einen anderen du sein, wir sollen einen anderen durch haben, right? Und von dir werden wir über dich nur denken, wird haben einen guten Einfluss auf uns geloren und dankbar sein für die Person. Und dann muss ich als eine Person sein, right? Und dort hat noch ein Denken an uns, wann wir dort tun, because dort merkt uns auch ob, dort wie wollen wir reut sein, wann du eine Person hast, wo du fehlst, vielleicht dort zu uns reden hat, aber irgendjemand passiert dort auch, dort du bloß irgendwo verteilt wird in durch dem dort wie eine Antwort geben oder wie unsere Erfahrung dort zu sein, da und dort ja eine Person eine Klarheit kriegen, da kann für einen Unterschied merken, aber für die Person einen Unterschied merken, ne? So dort wie bloß up sind, auch dort zu sein für eine andere Person, wo immer dort abtämpft, right? So dort ist unsere Übung für von dir und ich hoffe, die haben Freude mit in für uns Tag, wie unseren Tag aufschließen, wir haben noch weiter. Excuse me. Nur denken über das Beste, denken, was passiert ist durch den Tag. Und Gott danken, wie wertvoll und wunderbar er uns gemerkt hat. Und immer war und denken, dass das erste, das neue, positive und dankbare Gedanken haben und auch dort wirklich durchschreiben. Und manchmal haben dort für die Dollar sich dort sofort und sich leer fallen lassen. Ich belebe dort immer war. Wenn ich dann gerade mir Zeit nehmen darf, und dann kriegt, wenn es dann kriegt, dann kriegt man die Mutter dort wenigstens nicht. Aber dann kriegt Zeit nehmen und Dinge durchschreiben, für was wir dankbar sind, oder für wem wir dankbar sind, konnten sagen, dass du Unterschied merken für uns Leben. Ich wünsche dir einen guten Tag und wir sehen uns das nächste Mal.